Salam, liebe Kinder, herzlich willkommen in Kalambrei. Ich zeige euch einen einfachen Kuchen, den man nicht backen muss und den man im Sommer frisch und kalt essen kann. Für den Boden brauchen wir 100 bis 150 Gramm Kekse. Ihr könnt euch entscheiden, Schoko- oder Butterkekse. Und 70 bis 100 Gramm geschmolzene Butter. Und wir haben hier eine Form mit Backblech und da tun wir dann den Boden. Erstmal malen wir die Kekse. So, und jetzt ist der Bröselteig fertig. Und jetzt knete ich den Teig mit der Butter. Die Masse ist jetzt fertig und das tue ich jetzt in der Backform. Die Masse ist jetzt fertig und jetzt tue ich das in der Backform, verteile das schön und auch am Rand. Fertig ist jetzt der Teig an der Backform. Es muss jetzt im Kühlschrank schön fest werden, 30 bis 40 Minuten lang. Und so lange mache ich Pudding. Für den Pudding brauchen wir 500 Milliliter Milch, 3 Esslöffel Zucker, eine Packung Vanillepudding, einen Topf und einen Schneebesen. Jetzt tue ich die Hälfte von der Milch in den Topf. Und jetzt tue ich 3 Esslöffel Zucker. Und jetzt aufkochen. Und jetzt mit der Restmilch tue ich den Pulver da rein. Dann mit einem Löffel umrühren. Und jetzt tue ich diese Flüssigkeit in die warme Milch. Und jetzt die ganze Zeit rühren, bis es fest wird. Langsam wird der Pudding dann immer fester und fertig. Und jetzt ist der Pudding fertig. Das hier habe ich jetzt von dem Kühlschrank geholt und der ist jetzt schön fest. Und jetzt tue ich den Pudding rein, der kalt ist. Solange der Kuchen abkühlt, machen wir einen Guss, ein Gelatinendessert, Halal, und den kann man beim Türken kaufen, mit Kirschgeschmack. Dafür nehmen wir die Verpackung und tun wir sie in der Schüssel.
und tun einen Esslöffel Zucker. Und rühren das. Bisschen. Jetzt tun wir ein Glas heißes Wasser. Und verrühren das, bis alles sich auflöst. Schön langsam, dass keine Bläschen kommen. Jetzt ist das Pulver in das Wasser, heißen Wasser aufgelöst. Jetzt tue ich einen Becher kaltes Wasser und rühre das ein bisschen. Der Pudding ist schon kalt und das Gelatine-Dessert auch. Ich habe einen kleinen Obstsalat gemacht und das tue ich langsam über den Pudding. In den Obstsalat habe ich Erdbeeren, Äpfel und Pfirsich. Und ihr könnt auch alles anders machen. Jetzt gieße ich die Flüssiggelatine langsam über die Früchte mit einem Kelch. Jetzt bin ich fertig mit den Übergießen und das muss jetzt in den Kühlschrank 3 bis 4 Stunden, dass es richtig schön fest wird.